Yes, ja, es ist Zeit für Videonummer. Videonummer 58. Wir haben 58 Videos geschafft in der 100 Fragen, 100 Videos Challenge für diesen Dezember. Ja, es kamen nicht ganz 100 Einsendungen. Und manche waren ähnlich und habe ich zusammengenommen. Ansonsten wären wir auf 63 gekommen. Jetzt kommen wir nur noch auf 58. Ich werde dann auch am Schluss nochmal im Fazitvideo alles zeigen. Aber jetzt für euer Weihnachtsgeschenk. Mein Weihnachtsgeschenk an euch ist eine Art Brief, eine Art Testament, eine Art Manifestum. Die Frage war: Bist du gegen Ronski geschlumpft und wie stehst du dazu? Ja, also die aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer können an dieser Stelle, auch wenn sie mich nicht kennen, die Frage schon beantworten. Also jeder, der mich kennt, der weiß sowieso, er nicht. Und alle, die mich nicht kennen, ein bisschen zugehört haben, ein bisschen meine Sidesteps, die ich überall in den Videos verteile, ans ehemalige Corona-Narrativ. Ja, die können sich das schon gut ausmalen. Die können eins und eins zusammenzählen. Also, einer hat so zu mir gesagt, wir werden hier einfach so Clusterfuck-mäßig durchgehen. Es wird Argumente geben, es wird alles Mögliche geben hier in diesem Video. Erfahrungen und so. Einer hat so zu mir gesagt, sein Vater ist Arzt und er vertraut ihm. Und ob man halt jetzt der Pharma, den Medien, der Politik vertraut, ist dann halt ja noch eine Frage. Also, dann vertraust du zwar deinem Vater, der Arzt ist, okay? Also ich habe keinen Vater, der Arzt ist, dem ich da in der Hinsicht so vertraue. Und ganz ehrlich, jeder Arzt hat ja auch nicht durch seine Position irgendein Sonderwissen. Also hat er nicht die Bücher gelesen, die seine Mitstudenten auch gelesen haben? Musste er sich nicht spezialisieren? Musste er nicht Schwerpunkte dann belegen ab Semester 4, 5, 6 und so weiter? Musste er nicht Erfahrungen machen und so? Also der hatte schon gewisse Expertise. Aber bitte nicht in allen Bereichen. Und die Gutgläubigkeit ans System Medizin ist für mich jetzt halt nicht gegeben, weil man sich manche andere Sachen anschaut. Zum Beispiel hast du eine Harnröhrenverengung, dann wird aus dem Gaumen ein Stück rausgeschnitten, ein Stück Schleimhaut rausgeschnitten. Deine Harnröhre wird das vernarbte Stück rausgeschnitten oder das verengte Stück dann dahin transplantiert. Digga, das soll die Lösung sein? Das kann unmöglich die Lösung sein. Es kann unmöglich das Krasseste sein, was die Medizin zu bieten hat. Auch so ein mRNA-Impfstoff gegen Zellstress angeblich, gegen Krebs oder solche Sachen, kann unmöglich die Lösung sein. Während in Dokus schon längst auf Arte berichtet wird, wie krass das doch alles ist, liest man im Ärzteblatt.de, dass man sehr vorsichtig sein soll mit sowas. Dass es oft einfach nur Marketinggelaber ist, was damit gar nichts zu tun hat. Und versteht ihr, es ist einfach ein Zeitalter gekommen, wo schon meine Schüler mir immer wieder zurückgemeldet haben: Man weiß nicht mehr, was man glauben soll. Der sagt dies, der sagt das, jeder sagt irgendwas anderes und so. Ja, genau. Das ist eben genau die Zeit, wo du dann auf dich hören solltest, wenn jeder irgendwas anderes sagt. Also, das schon mal so zum Thema Vertrauen an irgendjemanden da. Ich wurde von meinen Eltern enttäuscht als kleines Kind. Ich sage nicht, die haben alles scheiße gemacht, aber ich wurde enttäuscht. Es gab gewisse Enttäuschungen. Und für mich gab es halt gar kein Vertrauen. Ich vertraue niemandem mehr. Wenn jemand ankommt und sagt, ich soll irgendwas machen, dann reagiere ich da allergisch, jo. Also erstens, mir sagt keiner was. Zweitens, scheiß mal auf dich, dir kann ich eh nicht vertrauen. Das ist so bei mir passiert, versteht ihr? Und da war das schon mal, dieses mit dem Vertrauen, da war schon mal nichts, weil das Vertrauen war schon vorher nicht da in Ärzte oder in Medizin, Pharma und dieses Ganze. Es war noch nie da bei mir. Okay? So, dann bin ich halt auch noch spirituell und weiß, wie der Herr mich auf die Reise geschickt hat und es schon irgendwie gut sein wird und ich das schon irgendwie schaffen werde. Ich werde das schon irgendwie schaffen, ob jetzt mit Hilfe oder nicht. Und da ist dann schon eine Art von Vertrauen da. Aber sorry, Gott hat nie zu mir gesagt, dass ich mich impfen soll.
Und Gott will auch nicht, dass ihr euch impfen lasst. Wenn Priester das irgendwie sagen, dann lügen die. Ganz einfach. Die Lügen sind falsche Propheten. Gott redet nicht zu solchen Leuten. Gott hat nicht solche Befehle an die Menschen, dass jeder das Gleiche machen muss und so weiter. Gott hat den Menschen freien Willen gegeben. Und wenn du sagst, was Gott sagt, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Du kannst es ablesen daraus an. Also an den Nebenwirkungen. Nehmen wir mal an, du hast dich jetzt geimpft für Gott, weil dein Pfarrer dir gesagt hat, Gott will, dass du dich impfen lässt. Gott will, dass wir uns alle impfen lassen. Und jetzt kommen die Nebenwirkungen. Wollte dann Gott, dass du Nebenwirkungen bekommst und daran stirbst? Ja, dann siehst du, was passiert ist. Gott wollte scheinbar, dass ein paar Leute ganz hart gefickt werden oder was. Heißt es das jetzt im Umkehrschluss oder was? Vorher hieß es, Gott wollte, dass ihr euch impfen lasst. Jetzt heißt es dann demnächst so, Gott wollte, dass ihr früher stirbt, dass ihr euch nicht mehr fortpflanzen könnt, dass ihr Nebenwirkungen bekommt oder was? Hört mal auf, über so über Gott zu reden, wirklich. Also diese ewige Überzeugungsarbeit, die hat ehrlich gesagt bei mir nur das Gegenteil bewirkt. Je mehr es einem wichtig ist, dass ich so oder so bin oder das mache oder sage, desto weniger werde ich es machen. Ja, ist vielleicht eine narzisstische Störung. Na und? Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Ich bin nicht in einer Form narzisstisch gestört, wo ich über andere bestimmen will oder sie unterdrücke oder ihnen sage, was die einzig wahre Wahrheit ist. Jeder muss es für sich selber entscheiden. Okay? Und so war es ja auch. Die ganzen Geimpften haben ja auch immer gesagt, ich weiß gar nicht, warum sich manche Leute da so aufregen. Es ist eine persönliche Entscheidung. Ja, ist es jetzt eine persönliche Entscheidung, aber dann bitte nur, wenn man es macht. Nur dann ist es eine persönliche Entscheidung. Weil wenn man es nicht macht, dann beruft man sich ja auf Verschwörungstheoretiker und so. Und dieses Messen mit zweierlei Maß und diese ganze Ungerechtigkeit, die da aufgezogen wurde, ja, die war schon sehr cringe irgendwie. Also es konnte man ja gar nicht mehr, wenn sich so eine hinstellt, so und oder auch der Reichelt, der dann sagt, wie man das Militär einsetzen soll im Inland, damit Altenheime ihre Verpflegung bekommen und damit die alle durchgeimpft werden. Jo, das ist irgendwie doch schon sehr cringe. Also, wenn es jetzt so das Einzige wäre, was passieren würde, es gar keine Kritik geben würde, und dann würde man das machen. Und da würde man diese Filme drehen, wir halten alle zusammen und krempeln den Arm hoch und hahaha, war es der falsche Arm? Oh shit, ja, weißt du, ich schieße es mir einfach direkt in den Pimmel oder in meine Eier, die ich eh nicht mehr habe oder was auch immer. Und nee, also selbst dann wäre das doch ultra cringe, dieses wir sind hier alle so solidarisch und da, das ist doch einfach richtig cringe. Weißt du, also das kann man nicht. Wir halten zusammen und so ein Scheiß. Ja, Digga, genau. Schau dir die Jahre von davor an, wie die Menschen da zusammengehalten haben. Hoho, war das ein krasser Zusammenhalt, Digga. Da musste ich ja bei jeder Umarmung schwitzen, weil die so heiß war. Nee, es war eher so, dass man so Eiskristalle von sich herunterkratzen musste, weil die Menschen alle so abgekühlt waren. Und das war von vielen Leuten auch schon vorher ein Thema. Und dann erleben wir es in Aktion und alle leugnen, dass das so ist. Heftig. Aber wenn du Leute mit Angst in den Augen durch die Stadt laufen siehst, dann besteht kein Zweifel, was da mit denen los ist. Sie sind sehr verängstigt gewesen, okay? Das nehme ich jetzt auch keinem so richtig übel. Die Aktionen nehme ich denen übel, okay? Die Aktionen, zu denen sie bereit waren, nehme ich übel, auf jeden Fall. Safe. Ja, also Vertrauen in Gott und das Leben auf jeden Fall bei mir da gewesen, ja? Also. Egal, ob ich jetzt, ich glaube nicht, dass wir unvollständig sind oder fehlerhaft auf die Welt kommen. Alles hat schon irgendwo seine Richtigkeit. Alles wird schon irgendwo gut sein. Und ich brauche kein Update, um lebensfähig zu sein. Brauche ich kein Update. So, ich musste mich zum Glück auch nie rechtfertigen. Es war einfach immer klar, dass ich mit meinen Überzeugungen halt nicht auf dieses Produkt setze, egal was die Welt sagt. Und wollte man mich zwingen, dann war ich bereit zu kämpfen und notfalls auch zu fliehen. Ja, ich habe schon gelernt, wie man Feuer ohne Feuerzeug macht und diese ganzen Sachen, was man alles essen kann, habe mich weitergebildet und so. Es kam unter anderem auch deswegen. Klar, habe ich auch vorher schon gerne manche Kräuter und Tees gesammelt.
Und ja, Bärlauchpesto war so ein Begleiter. Wer meine alten Videos kennt, das habe ich schon vor 7 Jahren gemacht. Also da musste jetzt keine Krise kommen, damit ich sowas interessant oder geil finde. Aber da war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das möglich ist, dass man so viel Aufruhr in so kurzer Zeit macht, was ist dann noch möglich? Und dann habe ich Angst bekommen, aber nicht vor Corona oder so, sondern vor diesem Staat. Ja. Und vor Menschen, die Angst haben, habe ich sowieso auch immer Angst, weil die sind bereit, alles irrational, dumme und unmenschliche zu tun und es sich dann noch schön hinzubiegen. So, davor habe ich auch dann Angst bekommen. Also habe ich geschaut, wie kann ich ohne andere Menschen, die potenziell eine Gefahr für mich sind, klarkommen? Und mit ein paar kleinen Werkzeugen so. Ja. Und das war dann eigentlich schon ziemlich cool. Also da hat mir die Krise hat mir da als toller Katalysator gedient. Ich musste mich allerdings trotzdem nicht rechtfertigen vor den ganzen Leuten. Also es war ganz selten mal, dass ein Kunde irgendwie gefragt hat, und wie ist es mit Ihnen? Sind Sie eigentlich und so? Und dann so, na, Sie wissen doch, ich bin Systemkritiker, ich stehe da auch dazu und ich muss jetzt nicht demonstrieren gehen oder rumschreien oder Leute irgendwie überzeugen oder so. Aber ich bestehe doch dann schon drauf, dass ich so die Welt so sehen darf, wie ich will. Okay, und ich bin jetzt auch kein Idiot. Und dann habe ich den Leuten gesagt, guck mal, man darf hier nicht verfügen über die Körpergrenzen des anderen. Dann, was haben wir dann noch für eine Gesellschaft, wenn wir in den Körper einer Person einfach so gegen ihren Willen eingreifen können? Das ist völlig krank. Das ist doch völlig krank. Also da triggert sich bei mir alles. Da sehe ich so Filme wie Equilibrium, Gattaca und lauter so menschenverachtende Szenarien, The Island und lauter so kranker Scheiß. Ja, sowas spielt sich da bei mir ab. Surrogates, THX 1138 und so. Also jetzt regnet es hier aber Filmtipps an Weihnachten. Schaut euch diese Sachen aber nicht in den Weihnachtsferien an. Ich schwöre, sonst habt ihr Kloß im Hals und könnt nichts mehr essen. Und nee, muss nicht sein. Aber genau so eine Scheiße triggert sich da eben bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn mein Körper, nicht mehr nur ich darüber die Souveränität habe, sondern jemand anders, durch Argumente einfach so sich diese Macht verschaffen kann, das ist keine Welt, in der ich leben will. Da bin ich auch bereit zu kämpfen bis zum Tod. Da bin ich auch bereit abzuhauen und unter einem Stein zu leben. No joke. Also in so einer Gesellschaft ist Leben für mich unmöglich. Und ich wäre ja sogar bereit, wegzuziehen. Aber dann haben sie gesagt, du darfst auch nirgendwo hin. Die dürfen nicht mehr die Stadt verlassen und so. Und dann hat sich die Angst erstmal so richtig getriggert. Aber klar, ich musste klarkommen. Ich musste mich ja auch um meine Kunden kümmern und den ganzen Scheiß. Und es waren jetzt eigentlich auch so arbeitsmäßig und persönlichkeitsfortschrittsmäßig für mich keine schlechten Jahre. Aber so dieses eklige, unterschwellige, diese widerliche Negativenergie, die ist immer mitgeschwungen. Und ich habe diesen Leuten gesagt, guck mal, wenn du bereit bist, unbekannte Stoffe in deinen Körper reinzutun, von denen du nicht weißt genau, was sie mit dir machen, ob sie sicher sind, dann nimm doch LSD oder Pilze. No joke. Da hast du dann wenigstens noch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Erfahrung, die sich positiv auf dein restliches Leben auswirkt. Und du kannst auch trotzdem nicht sagen, was diese Stoffe mit dir machen, aber da ist wenigstens die LD50 bekannt. Okay? Also, wann man verreckt und wann nicht, ist da wenigstens bekannt. Und die Nebenwirkungen sind bekannt und die Risiken. Und es ist erforscht. Und vor allem der Nutzen ist erforscht und belegt. Also, wenn du bereit bist, einfach so irgendwelche Stoffe in deinen Körper zu tun, dann red mal bitte nicht schlecht über Leute, die einen Joint rauchen oder LSD oder Pilze mal getestet haben. Sheesh. Ja, und da haben sie natürlich dann die Augen verdreht, obwohl es da ja so viele Erfahrungsberichte gibt. Aber nein, so ein Pharma, das ist immer sauber und alles cool, ne? Ja, klar. Und das war eben der Punkt. Also, ich habe nie versucht, Leuten so sie umzustimmen. Also ich habe schon versucht, so ihnen nahezulegen, sich das nochmal zu überlegen und das vielleicht auch mit ein bisschen mehr Zweifel zu betrachten. Nicht immer nur, alles ist gut und die Leute, die es anders sehen, die muss ich aus meinem Kreis schließen und so. Habe ich schon versucht, den Leuten ein breiteres Bild zu geben, weil ich habe niemanden gehatet, nur weil er sich geimpft hat. Niemanden. So. Und ich wurde aber gehatet von Leuten, weil ich offen gesagt habe, dass ich das nicht machen werde. Auf gar keinen Fall. Und dass ich das so lange nicht machen werde, bis ich sterbe. Und wenn ihr mich tötet, dann werde ich alles vernichten, was es gibt. Meine Seele wird zurückkommen und euch alle jagen und euch alle quälen und die gesamte Erde zerstören.
So, das habe ich den Leuten gesagt, wie so ein richtiger Freak. Aber ich bin dabei nicht ausgerastet, sondern ich war dabei ganz ruhig. Und ich war immer bereit, das Thema zu wechseln und über was anderes zu reden. Es war selten, dass ich es angesprochen habe. Es war sehr selten, dass ich angesprochen habe. Oh, und wie ist denn bei dir? Bist du geimpft oder so? Es hat mich eigentlich nicht interessiert, aber irgendwie wollte jeder mit mir darüber reden. Warum? Und warum interessiert es Leute, ob sie geimpft sind oder nicht? Warum ist es so interessant? Was sagt es über einen aus? Das ist mal eine sehr interessante Frage, weil das interessiert mich wirklich. Warum wollen jetzt Leute wissen, ob man geimpft ist? Ist nicht jetzt alles eigentlich schon vorbei? Zielt die Frage darauf ab, ob man auch reingefallen ist oder ob man auch jetzt Glück haben muss wegen Nebenwirkungen oder worauf zielt die Frage ab? Ihr habt doch, also mit ihr meine ich jetzt nicht die Leute, die es wahrhaftig hier gucken, sondern Leute, die ich nicht kenne, zu denen ich auch irgendwie spreche. Aber ihr habt doch Leuten, seid ihr doch gefolgt, wie zum Beispiel Kool Savas oder Rezo oder Bushido oder ja, diese ganzen. Wie hieß der Pisser? Trimax, Monte und diese ganzen Spastis, ja, diese Degenerierten, sage ich mal jetzt. An Weihnachten, Grüße gehen raus. Hoffentlich werdet ihr noch ein bisschen auch weiter wachsen, auch seelisch und geistig und euch eure Fehler eingestehen. Ihr könnt doch nicht rumlaufen und sagen, Leute, macht es oder macht es nicht. Holy shit, habe ich Videos gemacht, wo ich gesagt habe, lass dich auf keinen Fall impfen? Habe ich nicht gemacht. Hätte ich auch nie gemacht. Weil ich kein Freund davon bin, Leuten zu sagen, was sie tun sollen oder was für sie gut ist. Ich kann Tipps geben oder Betrachtungsweisen aufmachen und sagen, hey, man sollte es auch so sehen und so. Aber ich werde dir niemals sagen, mach es auf keinen Fall, Digga! Oder mach es auf jeden Fall. Ansonsten werde ich niemals machen. Niemals. Bei keinem Thema. Selbst wenn du dich umbringen willst, ich werde dir sagen, okay, wow. Das ist dann halt irreversibel, ne? So, aber ich werde jetzt nicht die abhalten. Da war ein Typ, der war mit einer Troller, die wollte sich umbringen, er wollte schon die Polizei rufen und so weiter. Und was ist passiert? Sie hat sich dann umgebracht. Er hat nicht auf mich gehört. Und ich habe gesagt, ja, ich würde schon die Polizei rufen. Mit solchen Leuten kann man nicht rational reden. Die haben das rationale Denken verlassen, wenn die wirklich so crazy sind. Und da müssten dann halt natürlich geschützt werden. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, der soll das unbedingt machen und ich wollte dann auch irgendwann auch mal das Thema wechseln, weil ich kann nicht die ganze Zeit nur über ein Thema reden, sorry. Es ist einfach irgendwann Terror. Und so, was die Medien da gemacht haben zu der Zeit und was die anderen Leute gemacht haben, die es da immer nur darüber geredet haben und dann alles nachgelabert haben, was sie irgendwo gehört haben und dann gemeint haben, ja, Impfungen sind schon was Gutes und so. Wann hat es dich gejuckt? Was Impfungen sind, es hat dich nie gejuckt, aber auf einmal juckt es dich, weil es alle juckt. So. Und das hat mich schon genervt, natürlich. Also, naja, aber ich habe es niemandem versucht auszureden oder seine Sicht wegzunehmen, aber ich habe schon gesagt, so, oh, naja, das ist ja schon also irgendwie schwachsinnig, aber mach, was du denkst, so, mach, was du denkst, so, ich bin da voll dagegen. So, manchmal gab es auch Eskalationen, weil wenn Leute so zum Beispiel sagen, sie finden es richtig so und sie finden, dass jeder überwacht werden sollte oder so, dann, sorry, das triggert einfach hardcore. Jeder sollte überwacht werden? Was ist das für eine Einstellung? Wegen so einer Scheiße? Selbst wenn es eine wirklich krasse Scheiße ist, sollte nicht jeder überwacht werden. Auf gar keinen Fall. Ja, und wie einfach die Leute bereit waren, die nationalsozialistischsten Dinge zu fordern und selbst zu vertreten, das hat mich schon getriggert. Und dann zu leugnen, dass es so wäre, das hat wirklich ein negatives Bild hinterlassen. Also diese Menschen sind auch nicht rehabilitiert, muss ich sagen. Also ich habe mir gemerkt, was für Sachen ihr vom Stapel gelassen habt. Ich habe mir das gemerkt. Und ich weiß genau, dass ihr unaufrichtig wart und dass ihr Sachen nachgelabert habt, die ihr irgendwo gehört habt, einfach so, und dass ihr gesagt habt, eine Studie sagt dies und das, obwohl ihr nie eine Studie gelesen habt. Das weiß ich alles. Weil ich Studien gelesen habe und Studien lesen kann, könnt ihr die überhaupt lesen? Also, das ist ja bei den meisten Leuten mal in Frage gestellt, also mindestens angezweifelt, berechtigt angezweifelt, dass sie überhaupt dieses Jargon verstehen könnten, ja, dass sie überhaupt dieses Vokabular damit umgehen können und wissen, dass auch alles Annahmen hat und dass auch alles Kritik hat und so weiter. Ja, Validität und Reliabilität, ihr Pisser. Hä, wisst ihr überhaupt, was das heißt? Come on. Es nervt halt wirklich, wenn sich diese ganze, wenn es ins Populistische gezogen wird und dann auf einmal jeder mitreden kann. Sorry, aber auch diese Ärzte, die dann sagen,
Es ist besser, wenn man sich impfen lässt. Es ist falsch, sowas zu sagen. Es ist falsch, sowas zu sagen. Selbst wenn es die Wahrheit ist, ist es falsch, sowas zu sagen. Es gibt nicht ein Besser von hier und da. Es gibt keine moralische, göttliche Obligation, ein Drittprodukt von einem finanziell orientierten, skandalbehafteten Anbieter zu nehmen. Da gibt es keine Obligation. Und das mit der Pflicht, das war ja noch das Allerletzte, wie sich da manche dann noch mehr aus dem Fenster gelehnt haben. Da hatte ich fast so das Gefühl, dass es nur abgezogen wird, damit all diese Leute ihre Kredibilität verlieren. Und jetzt scheint es ja sogar so zu sein. Naja, alles, was ich vorhergesagt habe über diese Jahre, ist wahr geworden. Und auch, dass man dann den Ungeimpften die Schuld gibt an der nicht wirkenden Impfung und dass es die Leute dann dadurch ein noch schlechteres Immunsystem, das ist mir alles ohne Fachwissen, ohne irgendwelche Schwurbler-Sendungen oder Artikel zu lesen, war mir das einfach so klar, weil es offensichtlich war. Ich sage nicht, dass ich so krass bin, aber ich bin halt in dieser Sache krass, Sachen zu sehen, auch Entwicklungen von Menschen vorherzusagen und diese ganze Sache, sowas kann ich halt. Sorry, ich kann es nicht, weil ich geil bin, sondern es wurde mir gegeben. Es ist ein Geschenk, was ich nicht angefragt habe, was ich nicht selbst aufgebaut habe. Klar habe ich versucht, meine Intuition und so weiter zu verbessern und trainiert und so weiter. Und es ist zu dem Punkt gekommen, wo ich sogar wusste, welche Karte meine Gegner spielen in einem Kartenspiel. Was kann ich dafür? Okay? Ich habe nie danach gefragt und meistens versuche ich darauf auch nicht zu hören, weil ich will auch irgendwo ein Mensch bleiben, der auch dumm ist und nichts weiß. Naja, es glaubt sowieso keiner. Die meisten Leute sagen nur, ja, du sagst es nur, damit du dich besser fühlst und denkst, du weißt alles und so weiter. Nee, darum sage ich das nicht. Ich tue mich ja sogar verstecken und zurückziehen und der Aufmerksamkeit entziehen, damit keiner mir das nachsagen kann. Aber selbst dann schreibt ihr mir in WhatsApp und schreibt irgendwelche Nazi-Scheiße von wegen, wem man überwachen sollte und wie schlimm das ist und dass der und der die Oma von dem in Lebensgefahr gebracht hat, weil er sich nicht testen lassen hat. Please. Also das fand ich schon ziemlich krass. Ich wurde da wirklich hart terrorisiert und alle Leute wollten darüber reden. Und warum wollt ihr mit mir darüber reden? Redet doch mit euren Leuten, die genau die gleiche Meinung haben wie ihr. Das wollt ihr doch. Anscheinend ist dann doch irgendwie ein Wille des Hinterfragens oder der Alternativperspektive, die irgendwie kennenzulernen, in euch drin gewesen oder nicht. Also hättet ihr mich ja in Ruhe lassen können. Ihr wisst ja, wie ich sehe. Müsst ihr mir es nicht noch unter die Nase reiben? Ich weiß doch auch, wie ich sehe. Naja. Also diesem Ganzen ausgesetzt zu werden und die Angst fressen zu sehen und den ganzen Psychoterror und so weiter, das war für mich einfach schon Aussage genug. Auch die ganze Impfwerbung, das kann doch niemanden ansprechen, dann zur Impfung zu gehen. Also es war auch super cringe, oder nicht? Also super cringe. Und es gab Ärzte, die ganz ruhig geredet haben und über ja, Risiken und Nebenwirkungen versucht haben aufzuklären und so weiter. Und da wurde auch bei denen gesagt, dass die Schwurbler sind. Das ist doch absolut unverständlich. Die haben sich ja nur mit der Medizin beschäftigt. Da habe ich mal geschaut, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Nichts anderes. Also die sind gerade geblieben. Ja, und da gab es auch Leute, die gesagt haben, ja, also diese neuen Untersuchungen, wenn die da so stimmen, dann sollte man auf gar keinen Fall dazu übergehen, weite Teile der Bevölkerung zu impfen. Und es waren ganz normale Ärzte, die nie diesen Balken in YouTube hatten, die nie irgendwelche Hasskommentare unten drunter hatten. Und die haben das auch gesagt. Und ihr habt gesagt, nur solche Leute, die komplett gestört sind, sagen sowas. Und es ist einfach, es wurde so viel krass gelogen und jeder hat sich wichtig gemacht. Es war einfach eine Massenpsychose. Und jetzt seht ihr mal, wie so eine Massenpsychose funktioniert. Da können wir doch mal froh sein, dass wir daraus nicht sofort eine langanhaltende politische, zerstörerische Ordnung gemacht haben, wie zum Beispiel vor 100 Jahren. Da haben wir es dann geschafft, so eine Scheiße als Ordnung, als Establishment zu installieren. Ja, oder in China. Wollt ihr da leben? Dann geht bitte darüber. Geht bitte dorthin und sagt mir, wie geil das ist, dass ihr da von der Polizei Besuch bekommt, weil ihr euch nicht rechtzeitig dieses und dieses Formular ausgefüllt habt. Oder wenn ihr irgendwie was kritisiert habt, dann kommt ein Erziehungspolizist zu euch einmal oder zweimal die Woche und überprüft, ob eure Haltung sich gebessert hat. Wollt ihr so leben? Wollt ihr so mit Gesichtserkennung und Social Credit System leben und so? Wollt ihr euch diesen Scheiß verkaufen lassen?
So kam es mir nämlich irgendwie vor. Alle Masken waren aus China, Virus war aus China und das ganze, Maßnahmen wurden von China kopiert. Also es ist, und der Schwab, wie eng der mit Chinesen und so verbunden ist, ja, also da leben auch nur Menschen, aber die Menschen, die da leben, die tun mir halt leid. Und die Menschen, die hier leben, tun mir aus anderen Gründen leid. So. Naja. Also alle Psychokollegen und Psychiater, Psychologen und so weiter, die ich kannte, haben von der Mediennutzung in dieser Zeit abgeraten. Warum denkt ihr wohl, warum die das gemacht haben? Weil sie Schwurbler waren, völlig klar. Natürlich nicht, weil sie ihre Leute schützen wollen. Und dieser Psychoterror war einfach nicht mehr zu ertragen, da sekündlich, minütlich, stündlich neue Updates der Live-Ticker und überall stand Eil, Eil, Eil und groß, rot und ach komm, komm, war das nicht eine einzige Show? War das nicht eine einzige Scharade? Please! Übrigens, die Zahlen damals. Sterberate bei über 70-Jährigen. Nee, es war die Überlebensrate, sorry. Wenn es die Sterberate gewesen wäre, hätten wir keine Impfung gebraucht. Dann hätte man ja die ganzen so, schon so durch dieses Virus selber wegeuthanisiert. Wenn wir mal unterstellen, dass sowas auch der Plan ist, aber naja, an Weihnachten finde ich, darf man sowas mal unterstellen, oder? Feste Liebe, hallo? Also, sagen wir mal so. War es nicht, dass es irgendwie so 90,7444444 irgendwie sowas war? Oder sogar 98 oder so? Und dann bei der nächsten Altersgruppe, da war es irgendwie 99, bla 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 bla. Und zwar die Überlebensrate. Und ihr wollt erzählen, dass es so gefährlich war. Aber eure offiziellen Zahlen von genau den gleichen Leuten, von denen ihr ableitet, dass es so gefährlich ist, sind diese 99, irgendwas Prozent Überlebensrate. Aber wenn man das kritisiert, dann ist man gleich Verschwörungstheoretiker. Aber habt ihr ja selber nicht mal danach gehandelt. Also es war von Anfang an nur eine Grippe und nichts anderes. Hört auf, andere Sachen zu jetzt hinzulabern. Und der ist gestorben. Ja, Digga, weißt du, woran Leute alles sterben, wenn die alt sind und schwach sind? Weißt du, woran du im Urwald stirbst? Da stirbst du, weil du dich kratzt an einer Pflanze. Ja. So sieht's aus. Also erzähl mal nicht so einen Scheiß. Naja, ich hasse auf jeden Fall niemanden, der geimpft ist. Es ist, wie gesagt, wie ihr es selber gesagt habt, alle, es war eine persönliche Entscheidung. Es ist mal dieser Satz gefallen, wer das sich nicht impfen lässt, der kommt dann später auch nicht auf die Intensivstation. Meine Reaktion darauf war, ach so, und wer sich impfen lässt, der kommt später auf die Intensivstation. Oh, shit, Digga. Ja, da will ich gar nicht hin auf so eine Station. Selbst wenn ich intensive Behandlung habe, will ich da nicht nötig hätte, wollte ich da nicht hin. Wollte ich lieber sterben, als in so eine Hölle reinzugehen. No joke. Sondern das ist nur so meine Einstellung. Aber diese Einstellung projiziere ich nicht auf jeden. Wenn du das gut findest und das dein Leben rettet, dann ist es doch schön. Ist doch wunderschön. Nehme ich dir nicht weg, aber nimm mir nicht einen kleinsten Zentimeter von dem, was ich denke und worin ich überzeugt bin, weg. Und selbst wenn du es schwachsinnig findest, selbst wenn du es hirnrissig findest, selbst wenn du findest, dass ich ein gestörter Freak bin, hast du mir das nicht wegzunehmen. Und wenn du es versuchst, dann sieh, was passiert. Sieh, was passiert und sieh, was passiert ist in den letzten Jahren. Ja, viele Menschen stehen jetzt richtig dumm da. Naja, ich hasse niemanden, der sich geimpft hat. Ich hasse niemanden, der damals Angst hatte. Aber was ich hasse, sind die Funktionäre, die im Inneren Nazis sind und die gedacht haben, jetzt sind sie am Zug und die rausgekommen sind und alles vorangetrieben haben. Das waren nämlich die echten Treiber der Pandemie. Nicht Kinder und nicht Ungeimpfte, sondern Propagandisten. Und Fotzen, die sich wichtig machen wollen, weil sie jetzt endlich auch mal was sagen können. Jetzt endlich ist dieses neue Spiel rausgekommen, in dem ich auch mal Pro sein kann. So ist es doch. So ist es doch. So war es doch, wie sie dann gepostet haben in Facebook und wir nähen jetzt auch Masken und da kann man was abholen und da kann man was abholen. Ich meine, es wäre ja schön, wenn es einen realen Notstand gegeben hätte. Dann wäre es ja schön. Ich habe nur leider den Verdacht, dass wir in unserer Scheinrealitätswelt nur bei einem Scheinverdacht diese Scheinsolidarität abrufen. Wenn es aber wirklich die Kacke am Dampfen ist, dann würde wahrscheinlich nichts passieren. Also weiß ich nicht. Ist nur so eine Spekulation von mir.
weil, naja, die echte Gefahr war ja eben die Impfung für viele Leute, die sich dagegen entschieden haben. Aber diese Ansicht wurde ihnen ja komplett weggenommen. Naja, also ich hätte eigentlich keine Überzeugungen gebraucht, um zu sagen, ich habe keinen Bock auf diese Schlumpfung, auf diese Medikation. Hätte ich eigentlich gar keine Argumente oder irgendwas gebraucht. Es hat schon gereicht, anzuschauen, was die anderen Leute machen. Was die Mitmenschen machen, war schon so cringe, dass ich da nicht mehr mitmachen konnte. Dann hat es natürlich sehr viel Aussagekraft über ihre Außengrenzen und überhaupt über ihre Überzeugungen. Wenn deine Überzeugungen so leicht erschüttert werden können, du so leicht bereit bist, deinen Körper herzugeben, es ist schon, finde ich, sehr riskant. Also, das ist keine gute Basis für die Zukunft, muss ich ehrlich sagen. Also, da kriegt man richtig Angst, wenn die Leute ihren Körper einfach so hergeben, ihren Geist einfach so hergeben, bereit sind, alles nachzulabern, ohne es selbst zu überprüfen und so. Oh, es ist ganz schön gefährlich. Und ihr habt es über die Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Kritiker, Querdenker, wie du es auch nennen willst, die ja nicht mal eine homogene Gruppe sind, die ihr aber zu einer homogenen Gruppe machen wolltet. Genauso habe ich ja auch schon damals ein Video gemacht. Das war ja, glaube ich, eins meiner allerersten Shorts, habe ich gesagt. Es gibt ja nicht nur die Geimpften und Ungeimpften. Es gibt ja so viele Splittergruppen noch innerhalb dieser angeblichen Gruppierungen. Ja, weißt du, du kannst auch sagen, die einen haben Haare und die anderen haben keine Haare. Aber gehst du dann auch mit dem Mikroskop hin und schaust dir an, ob die nicht wirklich keine Haare haben? Eben nicht. Und genauso bist du auch nicht mit dem Mikroskop an diese ganze Scheiße hingegangen, hast die Lügen gesehen und das ganze Kack. Ja, die Intensivbettenlüge und das ganze Kacke, wo man schon wusste, dass es eine Lüge ist und dann immer noch weiter gelogen wurde, bis dann der Letzte endlich auch zugeben konnte, dass es eine Lüge ist oder nee, warte, zugeben hat, konnte, hat ja keiner. Sheesh. Ja, und ich glaube, dass es auch so weitergeht. Ich glaube, dass es auch so weitergeht, dass die Menschen immer noch sagen werden, dass es alles so Verschwörungskacke war und die haben sich ja damals geirrt und so und ihre Krankheiten, die werden sie niemals damit in Verbindung bringen und die Leute werden auch alle davonkommen und so. Es besteht das Risiko, dass es passiert. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Ich hoffe, dass wirklich dieses Verbrechen gesühnt wird, was da verübt wurde. Wie gesagt, ich hasse niemanden, der da irgendwas gemacht hat. Ich tue euch auch nicht disliken oder so. Ihr habt es jetzt gemacht, okay? Dadurch seid ihr jetzt auch keine schlechteren Menschen. So, es kann sein, dass gewisse Folgen jetzt auf euch zukommen werden, aber das ist halt einfach in eurer eigenen Verantwortung gewesen. Aber hey, alle meine geimpften Freunde und ich sind immer noch Homies. Außer es kam zu Ausschreitungen, so zu richtig extremen Dummheiten. Dann musste man sich da natürlich mal umorientieren, sage ich mal. Ja, also ich halte davon nicht viel. Ich verurteile jetzt aber auch niemanden. Auch von meinen Kunden sind sehr viele geimpft. Die kommen auch nach wie vor hierher. Die geben auch nach wie vor Hand und Umarmung und so. Das ist eigentlich kein Problem. Weißt du, es waren, die haben das aus Überzeugung für sich getan. Die wissen, was meine Überzeugung ist. Wir müssen das nicht irgendwie andauernd austragen und sehen, wie wir das jetzt wieder richtig biegen, dass wir alle das Gleiche denken und so. Nee, wir konnten einfach ganz normal weiterleben. Wir konnten einfach ganz normal weiterleben. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir einfach so ganz normal wieder unsere Sozialität entdecken können und darüber hinwegsehen können. Und ja, dass sich einige Leute auch mal entschuldigen. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen zu Weihnachten. Naja, so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Das war das letzte Video, das Video Nummer 58 der 100 Fragen Challenge, 100 Videos im Dezember. Es wird noch ein Fazitvideo kommen, aber erst nach Weihnachten, denn da muss ich mich noch ein bisschen reindenken. Ich habe zwar ein paar Notizen am Handy geschrieben, aber das soll natürlich auch ein richtig knackiges, ordentliches Fazitvideo sein, wo man jetzt nicht hier so 36, 37 Minuten da abhängt und nicht weiß, kommt da jetzt noch was Wichtiges oder nicht, ne? Ich kenne euch doch, ich weiß doch, wie ihr tickt. In jedem Fall teilen, liken, abonnieren. Ich hole mir deine Nieren, dann mache ich mir daraus einen schönen Weihnachtsbraten und ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste. Viel Spaß. Danke, dass ihr bei der Challenge mitgemacht habt. Und bleibt gesund, bleibt aufrichtig, vor allem euch selbst gegenüber. Und seid friedlich und liebevoll zu euren Nachbarn, egal wo sie sind, ob sie auf der anderen Seite der Erdkugel sind oder direkt neben euch. Wir sind alle eine Menschenfamilie. In diesem Sinne,
Fröhliche Weihnachten und bis bald.